Hallo Leute, es gibt ein neues Fortnite Live Event, Wakanda über alles. Es gibt wieder kostenlose Gegenstände und ja, alles zu den Herausforderungen, zu den kostenlosen Belohnungen verrate ich dir in diesem Video. An dieser Stelle noch ein ganz wichtiger Hinweis: Ich verlose Fortnite Skins in Fortnite Season 4, ja. Und wenn du sagst, ey, ich hätte auch gerne einen Skin, ja, dann schreib doch einfach was in die Kommentare, dein Epic Games Namen dazu, ja. Und dann nimmst du an der Verlosung teil. Es muss was Passendes zum Video sein. In den Kommentaren nicht einfach reinspammen. Und ja, wenn du mit Glück hast, gewinnst du dann auch einfach mal einen kostenlosen Fortnite-Skin. Ja, wenn du es feierst, lass einen Daumen hoch da. Kostenloses Abo und mach die Glocke an. So, viel Spaß mit dem Skin, Brudi. So Leute, es gibt ein paar neue Aufträge, es gibt neue Herausforderungen. Die drei Aufgaben, die schon im Spiel sind, sind Lebe länger als die Gegner, Matchabschlüsse und spiele Matches im Duo oder Teammatches. Ja, das bedeutet, du musst einfach in eine Runde reingehen und spielen. Ja, Matchabschlüsse heißt einfach eine Runde spielen bis zum Ende. Ja, bis die Runde zu Ende ist, gehst du am besten in die Gruppenkeile oder, wenn du es ganz schnell machen willst, gehst du einfach Arena, Sortie Towers, stirbst. Matchabschluss abgeschlossen. Ja. Geht ganz easy, einfach hingehen, sterben. Ihr könnt auch probieren, einfach aus der Runde zu lieben, einfach zu quitten. Vielleicht klappt das auch. Einfach in die Kommentare reinschreiben, wenn es funktioniert, weil der Rest der Community wird dir dann sehr dankbar sein, wenn du die Frage beantwortet hast. Lebe länger als die Gegner. Ihr seht, ihr solltet leben, ja, überleben. Kann man natürlich auf mehrere Art und Weise machen. Man kann einfach mit Freunden Teams spielen, ja, da überlebt man sehr, sehr lange, weil am Anfang immer sehr, sehr viele Leute sterben. Wenn ihr Freunde sucht zum Fortnite-Zocken, kommt auf meinen Discord-Server, findet ihr unten in der Beschreibung dieses Videos, ja. Man kann auch natürlich einfach campen, ne? Man kann auch Gruppenkeile spielen. Gruppenkeile macht am meisten Sinn, meiner Meinung nach, weil du kriegst extrem viel XP, wenn du Gruppenkeile spielst. Du lernst, du kannst einfach besser werden, am besten in der Gruppenkeile, meine Meinung, ja. Wenn ihr eine andere Meinung habt, okay, könnt ihr gerne auch in die Kommentare reinschreiben. Aber wie gesagt, am besten in die Gruppenkeile gehen, einfach zocken und dann kriegt ihr die Aufgabe nach ein paar Runden auch schon fertig. Man kann auch Solo gehen, ja, man kann auch Teams, man kann auch Arena spielen. Man muss einfach nur überleben. Man kann auch einfach campen im Baum oder im Busch, das geht auch alles. Ne? Ihr seht schon, Spiele, Matches im Duo oder Team-Matches geht auch, gibt alles ordentlich XP. Kriegen wir knapp, ja, was sind das jetzt hier? Hier mit den Aufgaben, die jetzt schon im Spiel sind, alleine knapp 50.000 XP. Ja, oben haben wir noch, schließt ihr verschiedene Black Panther Aufträge ab. Das seht ihr, ihr kriegt ein gratis Emote. Es gibt einen kostenlosen Emote, ja, ein Black Panther Emote. Ist auch sehr, sehr nice. Ja, Leute, und das waren alle Wakanda über alles, alle Black Panther Herausforderungen, ja, aus dem Black Panther Live Event. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch da, kostenloses Abo, macht die Glocke an. Würde mich sehr freuen über alle neuen Abonnenten. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao.